Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video. Wir stehen hier noch bei der Farmers Bahn in Lincoln. Und ja, gucken mal, ob wir einen Auftrag haben, wo wir noch nicht gewesen sind. Und probieren unser Glück dort mit dem Abladen. Geht dann ja nur Grand Island. Dann probieren wir es bei Grand Island. Bei Flavors Fair, bei Flavors, genau, bei Flavors Fair. 139 Meilen, 2,5 Stunden Fahrzeit oder 2, 3 Viertel Stunden Fahrzeit für Mais. Okay, here we go. Ach, perfekt, wir laden sogar hier. Kriegen wir die Kurve? Das werden wir gleich sehen. Aber sieht doch ganz gut aus. Oder auch nicht. Ja, war klar, dass wir auch wieder dort laden. Also wird es hier wahrscheinlich überhaupt nicht möglich sein, weder B noch entladen zu werden. Dann lassen wir uns mal beladen. Und guck mal die Karte, schauen wir mal, wie es geht. Wir fahren einmal quer durch Lincoln durch. Prinzipiell gesehen, ich würde sagen, wir fahren einfach auf die Interstate 80. Schräg, wir fahren jetzt links, rechts. Und haben auf der Seite 80, dann geht's auf den Highway 81, rüber auf Highway 92, nochmal auf Highway 30, dann sind wir bei Grand Island, bei Flavor Fair. Und bei Flavor Fair in Grand Island waren wir bisher noch nicht gewesen. Wir waren scheinbar nur in. Genau, wir waren nur in Taylor und in Evergreen. Also die einzige. Okay, was ist egal, gut, die einzige Möglichkeit. Ja, die einzige Möglichkeit, die wir prinzipiell wahrscheinlich hätten, wäre dann in Grand Island ebenfalls halt auch Flavor Fair. Bin ich mal gespannt, 150 Meilen. Wie gesagt, erstmal Links-Rechts-Kombination. Und wieder so an Tagen wie diesen, also wir haben jetzt gerade Dienstag. Na, okay, Handy ist falsch rum, sehr schön. Den 13. August 13:25 Uhr. Also es ist gut, dass die Fahrt nicht ganz so lang ist, weil prinzipiell gesehen, also je nachdem, wonach man geht, könnte es im besten Fall gegen 16 Uhr zumindest regnen. Kann natürlich auch sein, dass sich das noch zum Gewitter entwickelt. Aber Regen auf jeden Fall möglich. Also ich gehe jetzt gerade mal nach Wetter Online. Beziehungsweise, ja gut, ist sogar beides der Wetter Online, der meint. Also wie es quasi in der Hour, in der stündlichen Prognose ist, die ja auch nicht immer richtig ist, weil es ja, ne, prognosenmäßig nur ist. Muss man schon mehr auf dem Radar achten, das weiß ich, werde auch gleich nochmal rauf gucken. Aber genau, heute wurde beispielsweise die grüne Tonne geleert. Und da der Graben hinten noch trocken ist, das Grabenbett, wollte ich da zumindest nochmal so ein bisschen beigehen. Vielleicht das Grabenbett so ein bisschen mehr auflockern und an der Böschung noch mal so ein bisschen von den ganzen Brombeeren wegmachen, von der ganzen Plage. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal ist, dass der
dass da so richtig gereinigt wurde, der Graben, allgemein vom Grabenbett her. Das könnte echt schon, boah. Ich muss lügen. Aber das sind bestimmt schon, weiß ich nicht, 20 Jahre oder so. Ich glaube auch daran, weil das eigentlich, also damals hat das mein Opa gemacht. Aber von allen anderen, die hier in der Nähe sind, die da macht es halt eh keiner. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, dann Grabenpflege ist auch wichtig. Und ich dachte mir, bevor man wieder hier so ein potenzielles Fiasko hat, wie zum Weihnachtshochwasser, da stand bei uns der Graben ja kurz vorm Überlaufen über mehrere Wochen, wenn nicht sogar über Monate. Und ja, da dachte ich mir, so nutze ich mal die Chance jetzt, wo es drin ist. Ich bekomme wahrscheinlich nicht das hin, was ich geplant habe, dass ich da irgendwie, weil ich bisher noch nichts Passendes gefunden habe, so eine Art Messstab quasi so zu machen. Quasi wäre halt im Idealfall, habe ich halt noch keinen gefunden, den man halt reinsteckt, wo man das halt so weit reinstecken kann, dass da eine Null ist, sodass man halt in den Wasserstand sehen kann. Müsste ich vielleicht nochmal gucken, ob ich nochmal was finde. Weil das wäre halt schon ideal. Dann weiß man zumindest, okay, das Wasser ist jetzt gerade so hoch. Wenn das in etwa so hoch wird, dann ist das schon sehr, sehr nah an der Oberkante. Und das Problem halt auch, warum das der Wasserstand, glaube ich, halt auch wirklich über mindestens 2 Monate so hoch war, ist halt, dass es einfach halt, ne, so ein, nennen wir es mal, so ein halt Inlandsgraben ist. Ich glaube, der fließt hinten noch gar nicht mal in den anderen Graben ab, der dann irgendwann wahrscheinlich auch, keine Ahnung, entweder in die Hunte oder wo auch immer reinfließt, wo er dann halt ablaufen kann. Deswegen stand das Wasser halt sehr lange. Genau, das wäre noch eine Sache, die ich machen wollte, heute. Wie gesagt, auch so ein bisschen zumindest grob schon mal bei den Brombeeren und was da alles so noch am Grabenrand ist, beigehen. Also wirklich viel ist da halt nicht so. Also das ist nicht irgendwie, dass man da, keine Ahnung, mähen müsste oder dass da super viel Gestrüpp ist, wo irgendwie, keine Ahnung, Tiere drin sind. Das sind halt einfach nur Brombeeren und halt Farn, glaube ich. Genau, da wollte ich halt beigehen. Ist halt ein bisschen dumm, dass es jetzt schon 13 Uhr, nach 13.30 Uhr ist. Oh, es ist jetzt gerade 13.30 Uhr zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich hätte mir auch noch vorgehabt, da für den Garten noch ein bisschen Erde gebraucht wird. Also sowohl Hortensienerde als auch normale Erde. Dass ich das noch jetzt gleich sofort mache, also quasi nach der Aufnahme, werde ich dann wahrscheinlich kurz in den Dusch hüpfen. Und dann direkt los und Erde holen. Zumindest eins sagt normale Erde und eins sagt Hortensienerde. Hat man zumindest schon mal was. Einfach aus dem Grund, weil beim letzten Mal, als ich die Erde geholt habe im Bad, hat es halt irgendwie zuvor was. Hat es geregnet oder also über Nacht oder weiß der Geier was. Und es war halt eine. Es war. Ja. Nicht gerade einfach. Das ist mir, glaube ich, auch aus der Hand jemanden gerutscht, beim auf dem Gepäckträger hieven. Deswegen wäre es praktisch, wenn ich das noch mache, wo es jetzt hier die ganze Zeit so trocken war. Im Anschluss daran, wenn ich die Erde hier zurückgebracht habe, würde ich nochmal ganz kurz einkaufen fahren, damit ich zumindest hier Wasser stehen habe, was zu trinken immer noch geholt habe. Nachdem ich, dass ich noch was zu trinken habe, wenn ich fertig bin aus dem Graben, wie aus dem Graben wiederkomme. Ja, und das Schlimmste daran ist mehr oder weniger, dass ich jetzt gerade eben hier noch, also das Wetter Online jetzt zumindest gesagt hat, dass ab 14 Uhr, also es gab so eine Art Meldung hier, so eine Unwetterwarnung, okay, es steht hier nur ab heute Nachmittag, aber
Da stand ursprünglich auch ab. Na gut, warum gehe ich eigentlich da drauf? Dass das schon ab 14 Uhr ist. Was ja gleich ist, aber gut, ne? Wir haben jetzt gerade 31, na gut, wir haben 30 Grad. In der Nähe sind es auch sogar 32 Grad. Keine Wolke am Himmel, also sieht das dann noch ganz gut aus. Nicht zu vergleichen im Gegensatz zu gestern. Also gestern, hoppala. Gestern stand ich bestimmt, also ich stand, muss auch schon mal warten hier, ne? Gestern stand ich, glaube ich, eine Stunde früher vor dem Höhepunkt der Persiden, wahrscheinlich am Fenster und habe schon in den Himmel geguckt. Hab auch 3 bis 4 gesehen. Also bei der dritten bin ich mir unsicher. Also das könnte sein, dass es eine gewesen ist. Da hatte ich gerade quasi eine Art ruckartige Bewegung gemacht. Also quasi mit dem Kopf bewegt oder Augen bewegt, whatever. Bin ich am Umgucken gewesen. Und wir hatten quasi gegenüber ist halt so eine Straßenlaterne. Deswegen könnte es auch sein, dass es entweder ein umliegender, also einfach ein Stehender in der Nähe von der Laterne war oder halt die Laterne selber, die das quasi eine Fata Morgana erzeugt hat. Allerdings, ja gut, wahrscheinlich war es doch schon eines. Es war halt nur eine sehr, sehr kurz zu sehen, also noch kürzer als sonst. Als die anderen dreien. Ich glaube, waren schon noch 4 gestern. Und da habe ich nicht mehr geguckt beim Höhepunkt zwischen 3 bis 4 Uhr. Also ich habe zwischen, ich glaube, 1.30 Uhr und 2.30 Uhr geguckt. Höhepunkt sollte ja so 3 bis 4 Uhr sein. Des Ganzen. Das war schon schön anzusehen. Wäre wahrscheinlich noch deutlich schöner, oder was heißt wahrscheinlich, wäre natürlich deutlich schöner noch gewesen ohne ganze Lichtverschmutzung durch die Stadt, aber natürlich das allgemeine Stadtleben, ne, wie Straßenlaternen und weiß was immer ich nicht, was man nicht alles sehen kann. Oh, und natürlich habe ich auch noch, ich glaube ein Flugzeug, glaube ich, zweimal vorbeifliegen sehen, oder vielleicht waren es auch 2 Flugzeuge. Allerdings habe ich dann nur die Blinklichter gesehen, also quasi die Positionsleuchten. Sprich quasi das rote, den roten Punkt, der dann kurz mal weiß geblinkt hat. Weiß nicht, ob ich danach nochmal ein Flugzeug gesehen habe, weil da habe ich nur das weiße Blinken sehen, aber auch nicht so in den Abständen, in den kurzen Abständen, wie es jetzt bei dem oder den Flugzeugen war, die man die Positionsleuchten noch gesehen hat. Da war das halt eher so, ne, so ein Blink, 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 und bei dem anderen war es eher so ein Blink, Blink, und wahrscheinlich ist das sogar noch zu schnell gewesen. Das war doch schon ein sehr, sehr großer Abstand zwischen den beiden, zwischen den Blinkern. Ja, ne, das Trinken habe ich jetzt mittlerweile auch mal ausgetrunken. Das Trinken muss ich auf jeden Fall mal holen. Dann zwar nur ein kurzer Einkauf, aber ist auch nicht schlimm. Schon schlimm genug, dass ich dann in der Mittagssonne bei 30, 31 Grad dann nochmal was ist denn jetzt hier los? Dass ich dann da nochmal 9 Liter schleppe. Also, trage. Und dann auch nochmal die Gartenarbeit. Wo man nicht im Titel sein kann. Sondern in langjährigen Scheiß. Es ist doch schon wieder dumm.
Aber natürlich doch. Turn left. Und ein bisschen länger noch die Kurve jetzt. Auch ein größerer Komplex jetzt hier, ne? Aber ich glaube, auch hier können wir nicht vernünftig abladen. Nicht so, wie wir es wollen. Es sei denn, das gehört da noch nicht dazu. Zum eigentlichen Firmengelände. Das war ja auch wieder gut abgemessen. Oh. Andererseits, wenn nicht hier, wo dann? Wir werden sehen. It was a nice ride. Allerdings sieht auch wieder das wieder doch so klein aus. Also ich muss auswählen, wo willst du die Ladung stehen haben? Ja, okay, dann wird's wahrscheinlich. Ja, da wird's wahrscheinlich auch wieder ein normaler Punkt sein. Das heißt, dann kann ich auch hier wieder ein X hinmachen. Aber auch schon wieder cool mit dem Gelände. Ja, na klar. Hat man nicht so ganz auf der Karte gesehen, dass das. Dieser Drop-Off ist aber von der Trader-Position her, war es doch schon relativ eindeutig. In diesem Fall ist aber auch schon wieder so von diesem Prinzip und diesem Lade-Drop-Off ist es halt doch schon. Überlegen, wie stehe ich denn jetzt? Ich stehe zu weit links. Rechts. Es ist halt ein anderer Drop-Off. Das ist halt ein bisschen enger hier, ne? Weil hier noch ein anderes Gebäude ist. Das heißt wahrscheinlich erstmal mehr in diese Richtung. Okay. Das war ein bisschen mehr als mehr. Ist das der zweite rechts daneben? Ne, ist direkt rechts neben dem weißen. Okay. Das war wieder too much. Das war die falsche Richtung. Da ist Platz, sehr gut. Dann diese Richtung. Ja, passt doch perfekt. Dann laden wir mal die Fracht ab. Ausgezeichnet Mais von Lincoln nach Grand Island geliefert. Gefahrene Strecke 152 Meilen. Dauer 19 Minuten. Verbraucht Kraftstoff 22,6 Gallonen, das war der 192. erledigte ATS-Wörterschwachsauftrag. Es gab dafür mickrige 6,5k und 301 Erfahrungspunkte. Ich würde mal sagen, schlafmäßig müssen wir wahrscheinlich uns aufs Ohr hauen, wa? Andererseits ist ja nichts in der Nähe. Dann müssen wir halt während wir den Auftrag haben pennen. Ist ja auch nicht so schlimm, ist ja ein Dingsauftrag. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Entweder hier im American Truck Simulator oder im Euro Truck Simulator 2. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.